Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen ja zu diesem Video. In diesem Video möchte ich einen Rundgang durch Builderall machen, werde dir kurz ein paar Funktionen zeigen, werde aber nicht so sehr in die Tiefe gehen, sondern das Video ist einfach dafür gedacht, dass du mal in die Software reinschauen kannst, weil ich immer wieder gefragt werde, kann man da auch mal einen Blick einfach reinwerfen? Ja, es gibt eine 7-Tage-Testversion. Link mache ich unterhalb des Videos in die Textbeschreibung. Und ja, werde dir aber, falls du jetzt noch nicht bereit bist, die 7-Tage-Testversion zu machen, dir jetzt hier in diesem Video einfach ja, einen Einblick hinter die Kulissen geben in einen meiner Builderall-Account. Und ja, werde einfach mal kurz die einzelnen Funktionen durchgehen und dir so ein bisschen zeigen, was sich hinter Builderall verbirgt. Wie gesagt, einzelne Funktionen zu erklären, das würde den Rahmen dieses Videos sprengen, weil Builderall hat so viele Tools inklusive, ja, dass man eigentlich für jedes Tool separat ein Video machen könnte. Aber es soll ja jetzt hier einfach darum gehen, dass du so einen Einblick bekommst. Okay, nachdem du dich also bei Builderall angemeldet hast, kannst du dich in dein Dashboard einloggen. Ich starte jetzt hier mal unter dem Bereich Pixel Perfect Sitebilder, meine Seiten. Und hier kannst du im Prinzip über diesen Button einfach eine neue Webseite erstellen. Das geht relativ einfach, zeige ich dir dann gleich. Und ja, und ich habe schon mal hier so eine Testseite angelegt, einfach um dir mal so zu zeigen, wie dann der Editor aussieht. Das Laden, das dauert jetzt immer einen kleinen Moment. Genau, Seite baut sich auf. So, die Seite hat sich aufgebaut. Jetzt befinden wir uns hier im Editor. Und im Editor hat man eben verschiedene Möglichkeiten. Ich kann hier über dieses Pluszeichen einfach neue Layouts und neue Seiten hinzufügen. Layout ist im Prinzip, wenn du so willst, so der Überbegriff. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, dann, ja, dann habe ich hier schon mal so ein paar Seiten einfach hinzugefügt. Und eine Seite hinzufügen kann man eben halt super einfach, indem man dann einfach hier auf Seite hinzufügen klickt und kann dann hier aus verschiedensten Bereichen eben wählen, hat tolle Templates, die man dann auf seine Bedürfnisse einfach anpassen kann. Natürlich kannst du auch eine Seite von Null auf einfach aufbauen. Ja, und du siehst, hier sind tolle Designs hinterlegt. Du hast verschiedene Möglichkeiten. Jetzt nehmen wir einfach mal hier diese Seite. Du hast dann hier über dieses Zahnrad, über Konfigurieren, hast du dann halt auch noch die Möglichkeit, hier Name zu vergeben, die Adresse, unter der die Webseite aufgerufen werden soll, Titel der Seite, Beschreibung. Du siehst, wie es in Google angezeigt wird. Ja, dann hast du hier Skripte, die du installieren kannst, Pixel etc. Du hast hier oben dann noch verschiedene Möglichkeiten, A- und B-Tests zu machen, kannst verschiedene Seiten gegeneinander testen und so weiter. Ja, also das ist so viel hierzu. Bearbeiten der Seite. Du hast hier die Möglichkeit, über dieses T kannst du ja verschiedene Schriftarten einfach also du kannst es quasi für dich anpassen, kannst die hier hinzufügen. Und hier über dieses Plus-Symbol öffnet sich dann, ich sag mal so, die einzelnen Elemente. Du hast dann die Möglichkeiten, hier Pop-ups hinzuzufügen. Ja, kannst du selbst erstellen. Dann hier, wie gesagt, Text. Ja, kannst du ja dann einfach, wenn du dran draufklickst, dann wird der Text hier dann eingefügt. Genau, Auto-Trichter-Tags, Tags. Hier kannst du zum Beispiel mit einem Tag einfach dann über einen Platzhalter dann das jeweilige einfügen. Das kannst du über deine Einstellungen dann hinterlegen. Genau, wir haben unterschiedlichste, jetzt habe ich falsch geklickt, wir haben hier unterschiedlichste Bannerarten hinterlegt. Genau, du siehst hier, also du hast hier super viele verschiedene Vorlagen, die du verwenden kannst, Frageseiten etc. Also super viele Elemente und so kannst du super schnell, super einfach hier diese Geschichte rüberziehen und dann kannst du sehr schnell deine Seite eben halt aufbauen. Ja, genau. Musst dann im Prinzip nur noch die Platzhalter mit deinen Texten ergänzen. Du hast hier verschiedenste Boxen, ja, Boxen mit Tabs. Du hast hier Linien. Ja, also wie gesagt, soll jetzt nur so ein kleiner Überblick sein. Hier Bilder, Galerie,
Audio-Videos zum Einbinden, kannst animierte Zähler einbinden. Hier über die Apps kannst du auch HTML-Code einbinden, PayPal. Super einfachen Mitgliederbereich, das zeige ich dir in einem anderen Video. Deine DSGVO-App kannst du hier mit reinbauen, so ein Banner, ja. Ja, du hast hier Timer-Elemente, ja, drin, die du, ist alles schon standardmäßig hier einfach hinterlegt. Genau. Blog-Apps gibt es auch, ja, da müssen wir jetzt erst einen Blog hinzufügen. Genau, aber es soll dir jetzt einfach nur einen Überblick verschaffen. Dann haben wir hier die Einstellung der Seite. Hier kannst du super einfach deine Seite DSGVO-freundlich machen. Ja, das heißt, da kannst du dann quasi so einen Cookie-Banner einblenden. Du kannst hier dann die Hinweise anpassen. Ja, kannst also jeden Button separat bearbeiten und hast dann hier, genau, hier ist dann auch sichergestellt, dass halt, wie gesagt, keine Cookies ausgeführt werden. Du kannst dann entscheiden, wo soll dieses Banner dann gezeigt werden. Oben links jetzt hier zum Beispiel, Standardposition, ja. Also du hast super viele Auswahlmöglichkeiten, kannst es dann nach deinen Wünschen anpassen. Sprache der App ist jetzt hier für dieses Video nicht relevant. Du kannst ein Seitenverzeichnis anlegen, eine Sitemap. Ja, dann hast du hier Plattformeinstellungen. Du kannst es für Tablets optimieren, für Handys. Wenn du hier überall auf Nein machst, dann wird die Seite einfach verkleinert, richtig auf den jeweiligen Devices angezeigt. Dann hast du hier die Möglichkeit, Mitgliederbereiche hinzuzufügen. Ja, kannst also auch einen Mitgliederbereich super einfach sichern. Kannst dann hier die Benutzer natürlich verwalten. Du kannst hier entscheiden, über was du für Daten bei der Registrierung abfragst, Gutscheine, Aktionszähler. Also es ist wirklich alles hier, was du brauchst. Du hast hier die Möglichkeit, ja, einen Zahlungsmanager zum Beispiel, ja, quasi einzubinden in deine Seiten. Ja, also alles vorbereitet. Wie gesagt, zu den einzelnen Themen mache ich dann separate Videos und du hast ja die Möglichkeit, einfach dann einen Blog hinzuzufügen und hier auch cool einen Shop. Ja, kannst also Shop erstellen und wenn ich allein das, was ich dir jetzt schon gezeigt habe, Timer, Shop, Blogfunktion, Zahlungsmanager etc., das sind alles Dinge, da musst du bei anderen Tools halt ja, entweder zukaufen oder wenn du mit WordPress arbeitest, musst du halt separate Plattformen dementsprechend ja, in separate Plattformen investieren. Ja, hast du bei Builderall alles in einem Tool. Lass uns zurückgehen. Du kannst super einfach eine Seite erstellen. Hier geht man dann auf neue Website und dann siehst du auch hier nochmal, ist schön alles super aufgebaut. Ja, kannst hier aus verschiedenen Kategorien wählen und du siehst, wie viel Templates es schon gibt. Das ist jetzt hier nur ein Bereich. Ja, kannst hier auf Sales Funnels gehen. Ja, das sind wir auch schon bei der nächsten Funktion. Du siehst hier tolle Designs und dann hast du hier im Prinzip schon die Möglichkeit, ja, auf Sales Funnel Verkaufstrichter zu gehen und kannst auch über diesen Weg dann ja quasi deinen Funnel quasi aufbauen. Du suchst hier aus verschiedensten Funnel einfach den aus, der jetzt für dein Vorhaben am besten passt. Jetzt nehmen wir einfach mal hier den Squeeze-Page-Funnel, klickst hier drauf. Genau, dann wird dir nochmal hier beschrieben, das ist jetzt noch in Englisch, ja. Genau, dann hast du hier ein Video, wo der Funnel nochmal erklärt wird. Und jetzt ist hier auch schon die Vorlage hinterlegt. Du kannst einfach auf Vorlage bearbeiten klicken, das Ganze bearbeiten. Und that's it, ja. Genau, so viel zum Baukasten. Dann hast du hier einen App-Baukasten integriert. Auch eine richtig coole Funktion. Du kannst hier quasi deine eigene App mit diesem Baukasten erstellen. Habe ich mich jetzt noch nicht näher mit beschäftigt, habe jetzt einfach mal hier so ein bisschen rumgespielt auch. Aber ist definitiv mit drin, zumindest ab dem Builderall Business Paket. Ansonsten, wie gesagt, mache ich dir die Links unterhalb der Show Notes. Einfach auf den 7-Tage-Test klicken
Und dann kannst du dort auch nochmal sehen, was alles an Tools mit in den einzelnen Paketen drin ist. Also es gibt drei unterschiedliche Pakete und dort kannst du dann eben das Paket wählen, was deinen Bedürfnissen entspricht und deinen Anforderungen entspricht. Und wenn du dich über den unteren Link dann anmeldest, dann kannst du selbstverständlich auch auf mich zukommen, wenn du ja Fragen hast. Du bekommst Zugang zu unserer Teamgruppe, ja, wo du ebenfalls Fragen stellen kannst, wo wir dir helfen, wenn du Schwierigkeiten hast beim Einrichten oder wie auch immer. Ja, dann hat Builderall einen eigenen beziehungsweise ein eigenes E-Mail-Marketing-System integriert. Du musst auch nicht dich in ein zusätzliches Dashboard einloggen. Es geht alles von dieser Benutzeroberfläche aus und ja, und hast dort, und das ist das Coole, unbegrenzt viele Kontakte, die du da ja reinpflegen kannst. Und wenn ich jetzt einfach mal nur diese Funktion nehme, ja, Builder All Business sind 45 Euro monatlich, unbegrenzt viele Kontakte bei anderen E-Mail-Marketing-Anbietern. Da musst du richtig in die Tasche greifen. Also mit Builderall hast du nicht nur ein tolles Tool, ja, welches super viele Tools integriert hat, sondern du hast halt auch, du sparst halt auch Geld im Vergleich dazu, wenn du alle Tools dir einzeln zulegen müsstest. Genau, also E-Mail-Marketing ist mit hinterlegt. Mailing-Boss nennt sich das Ganze. Dann hast du hier bei Designs, hast du die Möglichkeit, ja, ich rufe es am besten einfach mal auf, damit du es sehen kannst. Du hast jetzt hier im Designstudio zum Beispiel die Möglichkeit, hier verschiedene Vorlagen zu verwenden und die dann quasi ja, für dich ja, anzupassen. Ja, du könntest jetzt hier zum Beispiel in diesen Bildschirm könntest du ein Foto reinladen, ja. Und so könntest du zum Beispiel für deine digitalen Produkte super einfach ja, Covers erstellen etc. Ja, also du siehst, es gibt super viele Vorlagen, auch dieses Tool im Business-Paket definitiv integriert. Genau, du hast hier dann aber auch noch Präsentationen. Also im Prinzip Vorlagen für Präsentationen kannst dann hier Präsentationen erstellen. Hast einen Fotomanager, wo du deine Fotos eben hochladen kannst. Dann haben wir hier den Bereich Videos. Hier kannst du animierte Videos erstellen. Ich mache mal das Ganze hier oben einfach mal zu, während das Ganze hier lädt. Ja. Und hast dann hier im Prinzip die Möglichkeit, ja, dir Videos zu erstellen. Genau, könntest jetzt hier ein neues Projekt anlegen. Wie gesagt, gehe ich jetzt hier so nicht drauf ein, weil das Ganze, wie gesagt, soll jetzt nur ein Rundblick sein. Okay, machen wir kurz ein neues Projekt, sagen Test. Dann machen wir hier Test 1. Sagen einfach mal Open. So, jetzt kannst du hier dann Templates auswählen, ja. Und könntest dann hier zum Beispiel super einfach so ein Teaser-Video für deine Firma erstellen, ja. Also du siehst hier super viele Möglichkeiten. Du kannst dann hier so ein Video dann erstellen. Drück mal auf Play, ob da schon was passiert. Jetzt gerade nicht. Also wie gesagt, mit diesem Video-Erstellen-Tool bin ich jetzt selbst auch noch nicht so firm. Werde ich aber dann ein separates Video dazu machen und das Ganze mir einfach mal anschauen. Aber es geht ja jetzt einfach nur mal um die Funktion. Du hast hier auch dann die Möglichkeit, ja, schwebende Videos zu machen. Genau, kannst hier ein Projekt kreieren, ja, und dann siehst du auch schon, dass das auch sehr, sehr einfach anzulegen ist. Wie gesagt, möchte ich jetzt hier eigentlich gar nicht reingehen, weil das wird schon den Rahmen des Videos dann halt sprengen. Aber du kannst ja dann quasi so ein Video machen lassen, wo dann im Prinzip eine Person reinfährt, ja, und kann dann irgendwas sagen, ja, oder ja, einfach auch nur einen Text dementsprechend
ja, in so einer Sprechblase oder so. Ja, also sowas ist hier alles denkbar. Dann kommen wir zu den Apps. Und hier findest du super viele Tools. Ja, du hast die Möglichkeit, Browser-Benachrichtigungen ja, zu aktivieren. Das heißt, könntest dann im Prinzip ja, Mitteilungen an deine Webseitenbesucher senden. Du hast hier SEO-One-Page-Berichte mit integriert, wo du dann einfach schauen kannst, okay, kannst ja deine Seite angeben, ja, die du bei Bilderall zum Beispiel erstellt hast und dann das Keyword und dann ja, schaut sich ja, das Ganze einfach an, wie deine Seite rankt, ja, zu diesem Keyword. Dann hier eine richtig coole Funktion ist die Website Clickmap. Bei der Website Clickmap kannst du einfach gucken, du hinterlegst einen kleinen Code auf deiner Webseite und kannst dann einfach schauen, wo klicken denn die Leute. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, ich habe hier schon mal ein paar Tests einfach so gemacht. Wir können uns mal eine angucken hier. Ich weiß jetzt allerdings nicht genau, wie lang, 20.08.18. Ne? So, und dann lädt das Ganze jetzt hier. Und dann siehst du hier eben, wo wird stärker geklickt, wo wird weniger stark geklickt. Genau. Ja, dann ist hier Webrelevanz. Also du siehst auch, ich habe noch nicht alle Tools durch. Ja, hier kannst du ja, Relevanzprüfung erstellen. Auch das werde ich dann nochmal im separaten Video erklären. Hier hast du einen Postplanner drin. Soweit ich aber weiß, den habe ich auch noch nicht benutzt, aber soweit ich weiß, als ich es mir angesehen habe, kannst du hier aktuell, glaube ich, nur Facebook, genau, du kannst nur Facebook momentan verknüpfen, kannst dann hier ja quasi deine Posts automatisch veröffentlichen. Dann hast du hier einen Facebook-Chatbot hinterlegt, ja, mit dem du dann quasi automatisierte Nachrichten über den Messenger versenden kannst, ähnlich wie ManyChat etc. ist hier auch im Business-Paket inklusive. Dann haben wir einen Share-Logger drin. Der Share-Logger kannst du im Prinzip deine Inhalte viral machen. Ja, kannst einen Teil deines Blogs oder einen ganzen Blogartikel kannst du ja quasi sichern und erst wenn man dann zum Beispiel ein Like oder das Ganze shared, wird das Ganze dann veröffentlicht, so dass man es dann lesen kann. Dann hast du hier, was ich vorhin schon angesprochen habe, einen Mitgliederbereich. Das heißt, du kannst hier super einfach über E-Learning einen eigenen Kurs erstellen und kannst den dann auf entweder über das E-Learning-Programm an sich einfach veröffentlichen, wird dann eine URL generiert, oder du kannst über deine Webseiten gehen. Ja, kannst dir eine Webseite erstellen, so nach deinen Vorlieben, wie es dir gefällt, und kannst dann ganz einfach über die Applikationen einfach sagen, okay, E-Learning, und dann geht eine Auswahlliste auf und du kannst den Kurs auswählen, der auf der Seite hinterlegt werden soll. Ist super einfach, super simpel. Wie gesagt, ohne technische Vorkenntnisse kannst du das wirklich machen. Auch hier sind super Support. Es gibt einen deutschen Support, es gibt einen englischen Support, wo dir super weitergeholfen wird. Also auch hier ist bestmögliche Unterstützung da. Du hast, was ich super cool finde, ist zum Beispiel ein Script-Generator. Beim Script-Generator kannst du ja du kannst im Prinzip vorgefertigte Texte nehmen. Einziger Nachteil, das Ganze ist noch auf Englisch. Das heißt, du müsstest es halt auf Deutsch anpassen, kannst du aber sehr leicht mit Google Übersetzer machen. Und zwar kannst du hier für deine Zielgruppe ein Avatar anlegen, kannst also genau definieren, was ist dein idealer Kunde. Und die Daten, die du dort hinterlegst, die werden dann automatisch in den E-Mail-Templates oder im Video Sales Letter Script oder wo auch immer werden die dann hinterlegt. Ja, du siehst, du kannst ja verschiedene Skripte generieren. Und jetzt weiß ich nicht, ob er es gleich einfach so macht. Genau. Und hast hier für die, und hast, kannst ja dann aus verschiedenen Nischen wählen.
dann wird dein Avatar, dann wählst du den entsprechenden Avatar, kannst also verschiedene Avatare auch anlegen für unterschiedliche Produkte oder unterschiedliche Themen und kannst dann hier im Prinzip die Nische wählen, den Avatar, und dann werden die Skripte angepasst, also E-Mail-Texte, Verkaufstexte für deine Webseite, Webinars, Video-Sales-Letter-Skript und so weiter. Ja, also richtig cooles Tool, kopierst dir den Text in Google-Übersetzer und hast es dann auf Deutsch. Klar, musst dann den Wortlaut noch ein bisschen anpassen, aber spart dir super viel Zeit im Vergleich dazu, dass du alles selbst dir denken musst, selbst erstmal schreiben musst. Dann haben wir hier noch Social Proof. Und Social Proof ist im Prinzip, kannst du dir so eine auch Mitteilung anzeigen lassen, zum Beispiel auf deiner Verkaufsseite, wer hat wer hat zuletzt das Produkt gekauft, wer hat sich zuletzt auf der Seite angemeldet zum Newsletter etc. Ja, kannst du auch hier drüber erstellen. Dann haben wir hier Roulette. Roulette, muss ich jetzt gestehen, habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Kann ich dir nicht genau sagen, was es ist. Ja, überspringen wir jetzt einfach an der Stelle. Also du siehst auch, ich habe noch nicht alles durch. Aber ich glaube, es zeigt schon, wie cool das Tool eigentlich ist. Dann haben wir hier spezielle Add-ons. Dann hast du ja die Möglichkeit, Webinare zu machen. Ja, dazu hast du eine eigene Webinar-Software hinterlegt. Kannst also auch hier super leicht Live-Webinar machen. Du kannst Videos hier hinterlegen. Kannst einfach hier ein neues Webinar erstellen. Wirst also quasi dann durchgeführt. Auch hierzu machen wir dann einfach mal ein Video. Genau, dann haben wir hier Marketplace. Genau, also Marketplace, das ist jetzt, wenn du Produkte über Bilderall verkaufst, ist also ein ähnlich wie zum Beispiel Digistore24, du kannst Affiliates anbinden, ja, und dann siehst du halt auch, ja, ich nutze das jetzt zum Beispiel nicht, hast dann aber hier die Möglichkeit auch sofort zu sehen, okay, was lief an Verkäufen, wer sind Affiliates, ja, etc. Genau, dann hast du hier eine eigene Rubrik Videoanleitungen. Hier wird also jedes Tool einfach dann auch nochmal erklärt, wie funktioniert das Ganze. Sind zum großen Teil auf Englisch, aber so wie ich gehört habe, soll das auch früher oder später alles noch auf Deutsch dann übersetzt werden. Aber durch das, dass es per Video ist, lässt es sich auch super leicht nachvollziehen, auch wenn deine Englischkenntnisse jetzt so sind wie meine, also nicht so gut, ja. Dann geht es trotzdem. Ja, und wie gesagt, wenn dann doch mal Fragen sind, dann wenn du es jetzt bei mir gemacht hast, wenn du deinen Account bei mir bei Bilderall hast, kannst du mich da natürlich dann auch fragen. Dann für alle die Bilderall als Business nutzen, auch hier ist dann dein Businessbereich, und im Businessbereich haben wir dann siehst du deinen Verdienst, du hast hier Vorlagen, die du verwenden kannst, um zu posten. Du siehst deine Leads, ja, die du generiert hast. Du hast hier deine aktuellen Nachrichten, Werbematerial. Also es gibt schon fertige Funnels, die du einfach bewerben kannst für Bilderall. Das heißt, wenn du ein Business suchst, welches du online aufbauen kannst, dann bist du hier auch an der richtigen Adresse, weil du hast hier auch schon alles fertig, musst es nur noch quasi vermarkten und bewerben. Ja, auch hier geben wir viele Tipps in unserer Gruppe, wie du das am besten und am sinnvollsten dann machen kannst. Genau. So, dann haben wir hier den Support-Bereich und nochmal den Bilderall-Business-Rechner, wo du dir einfach ausrechnen kannst, wenn du jetzt zum Beispiel Bilderall als Business siehst und Bilderall weiter vermarkten möchtest, kannst du hier ein bisschen rumspielen, kannst mal rechnen, kannst sagen, okay, was traue ich mir zu, was kriege ich hin, und wenn du sagst, okay, ich kann 50 Lizenzen in einem Jahr verkaufen, das wäre dann so jede Woche, sagen wir mal, eine. Dann hättest du eine Einmalprovision verdient von 2.245 Euro. Ja, nicht schlecht für ein Affiliate-Programm bei 50 Sales. Und ein monatlicher Verdienst, ja, weil immer wenn eine Rechnung bezahlt wird, bekommst du dann dementsprechend Provision, 30%, und hast dann eben ein monatlich
wiederkehrendes passives Einkommen von 673. Bei Builder-All ist es so, du wirst nicht nur für deine direkten Partner vergütet, sondern wenn du das Builder-All-Business-Paket nutzt, ja, dann bekommst du auch Provision auf die zweite Ebene. Und da wird dann eben einfach mal gefragt, wie viele von den 50 werden als Partner arbeiten. Jetzt können wir das einfach nur eine Rechnung, können wir einfach mal sagen, jetzt nehmen wir mal 10. So, und wie viel könnten da jeder von denen verkaufen? Sagen wir einfach mal 5. Ja, dann, das heißt, die verkaufen 5. Diese 10 Leute verkauft jeder von denen 5 Lizenzen im Jahr. Dann ist dein monatlicher passiver Verdienst 1347 Euro. Und das wohlgemerkt ein Verdienst, den es gibt Berufsgruppen in Deutschland, die haben das quasi netto, müssen aber dann den ganzen Monat dafür arbeiten gehen. Ja, also du siehst, Builder-All lohnt sich in jederlei Hinsicht. Du hast super viele Tools in einem Tool integriert. Ja, du sparst Geld, weil du dir nicht alle Tools einzeln kaufen musst. Und du kannst sogar noch das Tool quasi kostenlos haben, wenn du es als Businessmöglichkeit nutzt und dementsprechend genügend Lizenzen verkaufst. Und du hast sogar wiederkehrendes Einkommen, ja, und kannst mit Builder-All Geld verdienen, ja. Also Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Ich hoffe, das Video war für dich hilfreich. Wenn du noch Fragen hast, mach einfach die Fragen unterhalb in die Kommentarfunktion. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du das mit deinem Netzwerk teilst, ja, wenn du das Video als hilfreich empfunden hast. Ja, wenn du Lust hast, mit mir zusammenzuarbeiten, findest du auch die Links unterhalb des Videos. Wichtig ist noch, abonniere den Kanal, dass du keine weiteren Videos verpasst. Ja, und in diesem Sinne sind wir dann jetzt fürs erste Mal durch. Ich wünsche dir maximalen Erfolg und alles, alles Gute. Viel Spaß mit Builder-All. Und ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.